April 1945. Innerhalb von 16 Tagen nahmen amerikanische Truppen Thüringen ein. Das Oberkommando der Armee errichtete sofort eine Militärverwaltung. Die besiegten Deutschen schwankten zwischen Freude, Furcht und Hoffnung. Die Amerikaner unterstellten alle deutschen Behörden ihrer Befehlsgewalt, ordneten Verkehrsbeschränkungen und nächtliche Ausgangssperren an, verboten die Tätigkeit politischer Parteien, verhafteten und internierten NS-Funktionäre und fahndeten nach flüchtigen Kriegsverbrechern. Das ganze Land stand unter militärischer Kontrolle. Die alliierten Besatzungstruppen hatten alle Macht. Anfang Juli 1945. Die Amerikaner räumten Thüringen und unmittelbar nach ihrem Abzug rückte die Rote Armee ein. Gemäß alliiertem Beschluss gehörte Thüringen fortan zur sowjetisch besetzten Zone. Von der deutschen Bevölkerung wurde der Wechsel mit Skepsis betrachtet. Nicht ohne Grund fürchteten die Besiegten die Rache der Sieger. Die sowjetische Militäradministration war von nun an oberstes und uneingeschränktes Machtorgan im Lande. Parallel zum Vormarsch der Roten Armee erfolgte in den sowjetisch besetzten Territorien die Einrichtung von Internierungslagern, sogenannten Speziallagern. Bereits am 21. August 1945 nahm das Speziallager Nummer 2 in Buchenwald seinen Betrieb auf. Die sowjetische Besatzungsmacht nutzte für diesen Zweck Teile des ehemaligen nationalsozialistischen Konzentrationslagers.